Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in der Karte von Thüringen, Version 3.1. Lass mal 0 weg. Ja, ich sag mal Dankeschön fürs fleißige Reinschauen. Denn das hilft ungemein. Natürlich, je länger, umso besser. Oh, hier sind ein paar Balken. Die nehmen wir natürlich mit, ne? So. Müssen wir Seite wechseln? L aufmachen wieder Band. Ja, ich fahre jetzt vom Sägewerk und versuche mal in Gang zu kriegen. Ich habe es jetzt den runden Bogen schon mal gekauft. Hoffe, dass wir das auch entsprechend gehört. Vorher war das Sägewerk ja da, wo jetzt der Wald ist. Aber da das Sägewerk jetzt hier fest verbaut ist, ist es für mich jetzt persönlich ja, Option, ich hab's gekauft, ne? Ich hab's ja mal verkauft. Und daher die Produktion bestimmt mit Paletten funktioniert. In allermeisten Fällen. Dann brauchen wir immer Holz. Wie das denn gerade zum mehr brauchen nachher, Verpackung oder so, keine Ahnung. Schauen wir. Aber wir brauchen sicherlich ein paar Paletten. Für die Schlachthof, ne? Den will ich ja irgendwann mal hier in Betrieb nehmen. Aber vorher wollten wir Schweine kaufen, weil die Rinder wird zu wenig. Das ist, das lohnt sich nicht, nur Rinder zu machen, ne? Ja, und dann gehen wir weiter hier. Wir machen jetzt gerade ein bisschen Silage, also Silage in ballenmäßiger Form, ne? Und das andere muss noch wachsen. Also Klee und die Zerner muss noch wachsen. Der Mais, ja gut, weit weg. Aber Mais wollte ich eigentlich nehmen für die BGH. Sollte ganz gut funktionieren. Wollte über den Radlader auf den LKW laden und dann entsprechend zur BGH bringen. Oder mit dem Förderband aufladen lassen. Das klappt ja ganz gut, wenn man das den Punkt bei Mist betrachtet, da geht es ja ganz gut. So. Dann habe ich sicherlich ein Problem mit dem großen LKW und riesen Anhänger. Ne? Das ist, muss ich mal schauen. Dass hier entsprechend rein und rauskommen, das wird das Problem werden. Ne? Deswegen werde ich wahrscheinlich mir einen kleinen kaufen müssen. Und jetzt auch einen Zaun. So. Er lädt ab, aber er nimmt nicht an. Das hat befürchtet. Lässt mich nicht durch. Ich weiß nicht genau, wie ich den Ticker erwischt habe. Ah doch. Ich muss dichter ran, dann geht's. Das jetzt mal so, normalerweise fahre ich da nicht daran. Aber ich habe mir einen kleineren kaufen müssen. Man könnte auch Hack zu nehmen, ne? Das würde auch funktionieren. Das wäre sicherlich einfacher. Weil dann könnte man direkt einen Kurs nehmen, ne? Irgendwie abladen. So, die Produktion läuft, ne? Die Balken gehen rein. Und das klappt schon mal. Die Balken brauche ich erstmal nicht, also die sind nicht so wichtig. Holzbalken 8%, das ist meistens das Lager zu klein. Bretterpaletten können ein bisschen mehr sein. Rindermulch, na gut, dass ich das ist nebensächlich. Bei mir geht es ja um die Bretterpaletten, ne? Die sind ja für mich wichtig. Da kann man nichts kaufen, ne?
leider so. Kann ich das stoppen? Das wäre ganz gut. Denn Wetterpaletten, Holzbalken. Halt. Hackschütze. Aus. Rindermulch. Aus. Ja, geht nur. Alles oder nichts, ne? Gut. Gerade gehofft, dass es geht. Aber gut. Hier sind die Balken. Das ist ganz gut. Denn dann nimmst du die rüber und legst sie hier rein. So, eine Theorie. In der Praxis bin schwierig. Okay, dann werden wir losfahren und noch mal ein paar Bäume fällen, ne? Einsteigen. So, sehe ich. Hier ist das, wie gesagt, mit dem großen bisschen schwieriger. Wäre vielleicht ein kleiner besser. Kommt hier rum? Ich hab's nicht so im Rückwärtsfahren. Na, das war nichts. Dann muss ich komplett doch zurückstoßen. Ah, das geht ja auf und weise. Dann kaufe ich mir gleich mal einen kleinen. Das ist ja all nichts. Holz, Transport, Gewichte. Das war hier für Mais, ja, Pferdegras, das geht dafür. Na, das könnte sein, dass es nicht funktioniert. Okay. Und das war gewesen, naja. Und ja, Überladewagen. Das muss ich rausfinden. 120.000, das ist schön. Okay, war noch mehr. Volvo. Ne, das war hier bei Holz-Setting, Forstmaschinen. Ich brauche nämlich einen kleinen, aber Autoload. Das sind die großen. 12 Meter. Mod. Hier weiß ich, wie das funktioniert. 12 Meter, 15, 20. Obwohl ich die anderen gern probieren würde, ne? Das weiß ich jetzt nicht genau, ob die auch hoch sind. Das weiß ich nicht. Da gehe ich nochmal sicher. Und zwar 12 Meter. Freitreiben für den Wald, ne? Und dann mal kaufen. Zurück. Garage. Dann werden wir den großen verkaufen. Denn wenn wir in den Sieger nicht reinkommen, dann haben wir nichts davon. Dann brauchen wir uns auch nicht quälen mit rein und rausfahren, ne? Ja, da haben wir 4 Stück von gehabt. So. 20 Meter. Den verkaufen wir. Wir brauchen ja nicht so viel. Das ist ja nur ein Eigenbedarf. Wir haben schon einige Fahrzeuge, dann können wir auch vorwärts fahren, ne? So, dann fahren wir jetzt vom Händler und holen uns ein Stück. Hat das jetzt funktioniert? Ja. Also entweder funktioniert meins nicht mehr richtig, oder das ist
kaputt gepatcht worden. Seid mal ganz vorsichtig, weil es ja nur gemacht wurde. Kannst du nicht erklären. Das funktioniert nicht mehr. Das HDB ist immer deaktivieren. Dann ist es vielleicht mit Maussteuerung mäßig eine Option, weil hier im Wald ist es besser, man guckt aus dem Fahrzeug drauf, ne? Die angenehmer zu fahren. Weil, so wie jetzt man nicht sieht, das ist ein bisschen ungünstig, ne? Und vom Zaun her sind auch angenehmer, wenn man da unter 5 mal deaktivieren. Die auch als Kurse, das ist ein bisschen störend. Die Kurse sind nicht von mir, die sind einfach vom Forum Global Company. Glaube ich. Da hat jemand die Kurse hochgeladen. Habe ich für mich genutzt, habe ihn eingefügt und das klappt ganz gut. Man muss hier einen oder anderen Kurs ergänzen, also Verkaufskurs muss ich dann ergänzen. Auch den Milchträger muss ich ergänzen, dass er da ranfährt. Aber warum der jetzt nicht einlädt, obwohl okay, ich hier fallen in den Keller. Vielleicht muss ich noch einen globalen Markt anschließen, mal sehen. Muss ja nicht alles auf einmal sein, ne? Ich muss eh den größeren Anhänger nehmen für Verkauf. Den kleinen, großen Entfernung. Bringt das nichts. Hat ja früher im globalen Markt vor der Haustür gehabt. Und das ist ja so, dass es nicht mehr so ist. Es war der Getreide AG, der globale Markt, und dadurch ist es ungünstig, ne? Also von einem kleinen Anhänger zu fahren. Gleich mal angucken, wie fertig das aussieht. Das soll ja mal alles Silage werden für die BGH. Toll. Da bin ich gespannt, wie das klappt, abfahren, ne? Weil ja der Feld hat ja mehrere Punkte zum Abfahren. Ist auch ein schönes Silo. Da können wir auch noch was reinfahren. Grunde zur BGH eigentlich, ne? Oh, das ist schön zu sehen. Schön. Im Wachstum, ne? Das sieht ja aus wie Getreide, so ähnlich. Jo, Pferdegras, interessant. Bin ja gespannt, ob das hier mit Hexer geht, ne? Wenn es nicht geht, müssen wir das verwenden, was da aktuell angeboten wurde, ne? So, holen wir den Anhänger von Holz. Das Sägewerk habe ich mal. Ach, hier meine Mastrinder, ne? Die Bullen, ne? Die sind ja alle von Weidehaltung. Wenn die Weide gut gesichert ist, dann geht's. Bei erwachsenen Bullen, da wäre ich vorsichtig. Das sind nicht alle aggressiv, aber ein oder andere kann schon mal aggressiv sein. Ne? Das ist wie bei Menschen, es gibt Tiere gütig, andere wiederum aggressiv. Oder nicht empfehlen, daran zu gehen. Tiere haben Kraft. Ich habe mal als Schüler im Stall gearbeitet, habe die Tiere versorgt, mit Futter und Ausmisten. Und einer war mal dabei, der hat mir den Kopf gesenkt und mit der Hufe geschaut. Ja. Den kriegst du nicht gebändigt. Der ist von Geburt aus aggressiv und kann es eigentlich nur rechtzeitig Schlachtwort bringen, ne? So früh wie möglich. Da bringt da nichts, da den Bissen zu messen bis zum Schluss. Da hat sich ein Arbeitskollege, der hat sich mal losgerissen gehabt, der hat mal einen Gips angesehen. Mit dem Hinweis, das war der Bulle. Das kann auch tödlich enden, ne? Und wir haben alle Hörner gehabt.
Das kann schon ins Auge gehen, kann man gut vorstellen, ne? Also mit Hörner. Ohne Hörner haben die Kraft, also die stoßen. Die stoßen in den Kopf, ne? Also das Bumpf hinter. Die kriegst du nicht gebändigt. So, Zeit, haben wir ein bisschen was, ne? Ja, Dienstag sind heute schon, ne? Jo. Also die Milch verkauft, aber mal gleich mal gucken. Warum man nicht auflädt. Normalerweise hätte er aufladen müssen. Aber heute wird nicht lange, heute wird nicht noch drei, maximal drei Folgen machen. Morgen nochmal vier. Ich gestern wird übertrieben, schon alle gemacht. Und ist ja nicht notwendig, ne? Also ich möchte gerne Samstag hochladen. Und das dauert ja auch eine Weile. Ich habe neulich versucht, 21 Folgen auf einmal hochzuladen. Nö. Da kam die Meldung maximal 15. Hm. Ungünstig, ne? Ich meine, Hochladen dauert und macht ja für Folge, ne? Also früher war das so, dass man im Prinzip alle zur gleichen Zeit hochgeladen haben. Das ist ungünstig. Also gut, heute ist es so, da kannst du einen Upload fortsetzen, aber da war es noch nicht so. Ist besser, wenn man eine Folge ist fertig und die nächste, weil dann hast du wenigstens die Garantie, dass fertig ist. Eine halbe Folge bringt ja nichts, ne? So, Mist, war klar. Für alle. Können wir weiterfahren. Ja, entweder haben wir nicht gesehen oder es kam auch wieder ein bisschen zu. Ne, hier ist fleißig raus. So, der steht dann da und lädt nicht ein. Ja, da muss man überlegen. Ne? Haben wir noch eine Deichsel? Ne, oder hier so ein. Ne, haben wir nicht. Für den großen Anhänger hier. Warum jetzt mittendrin? Beladen Milch. Drunter passt alles. Gucken wir mal, warten. Also hier ist nichts verändert worden. Und entladen. Gut, lass mal fahren. Eine Runde. Ob daran gelegen hat, ich weiß nicht. Ja, kann sein. Muss aber nicht. So, liebe Zuschauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Einen schönen Dank fürs fleißige Zuschauen. Und vielleicht hat der andere auch mal geliked. Auch wenn kein Like da war, trotzdem danke. Das ist ich will da nicht lästig sein. Es geht nur letztendlich darum, um den Algorithmus so zu gestalten, dass halt die Videos vorgeschlagen werden. Darum geht es dabei. Gut, ich denke auch nicht mehr dran. Das ist alles halb so wild. Geht schon irgendwann, ne? Mal so. Ich versuche mal zu liken, wenn ich schaue, ob nur nach oben oder unten. Das ist in dem Fall egal. Eine Bewertung ist wichtig und dann wird man entsprechend auch weiter vorgeschlagen, beziehungsweise beim Kommentar wird noch entsprechend öfter vorgeschlagen. So, ich sag mal vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss, ciao. Und morgen geht's hier weiter, hier in Thüringen. Tschüss.